Hallo meine Süßen, ich habe endlich wieder eine Filmkritik für euch. Yay! Yeah! Es gibt wirklich ein paar Leute, die total cool finden und ich finde sie auch total cool. Oh mein Gott, sieht meine Haut gut aus in dem Licht. Dadurch, dass es draußen noch hell ist und ich meine Lampe habe, sehe ich gebräunt aus. Oder ist es das Make-up? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es ja jetzt um Filme. Und ich habe, wie ihr ja hier oder hier lesen könnt, oh mein Gott, jetzt hängt an, The Wolf of Wall Street. Ich kann es nur sehr langsam aussprechen. Das war nämlich schon voll peinlich gewesen, als ich die Tickets geholt habe. Ja, ich laufe so hin und denke mir so, yeah, ich gucke den Film, ich gucke den Film. Dann sage ich so, ja, hallo, zweimal bitte The Wolf of Wall Street. Ja, so, was? Ich so, ah, The Wolf, bla bla bla, Hilfe, der mit Leonardo DiCaprio. Ist ein Zungenbrecher oder geht es nur mir so? Sagt ihr das mal, The Wolf, Wolf of Wall Street. Der Film ist ja jetzt mega gehypt, also finde ich zumindest. Der ist von Leonardo DiCaprio, also er hat auch das, er war auch Regisseur oder hat im Drehbuch mitgeschrieben, irgendwie so. Und mit Leonardo DiCaprio, also er hat sich die Filmrechte klar gemacht, genau, das habe ich gelesen. Und ich muss sagen, achso, und dieser Matthew McConaughey, heißt er so, der spielt da auch mit, aber nicht, so, nicht jetzt als Hauptrolle oder so. Und ich muss sagen, irgendwie liebe ich alle Filme mit Leonardo DiCaprio. Der hat sich ja so krass gemacht. Wenn ich überlege, in Titanic war er dieser kleine Junge. Jetzt ist er ein erwachsener, heißer Mann, der immer besser aussieht, umso älter er ist. Also ich weiß nicht, ich finde, er hat so eine Aura. Ich habe mich auch letztens mit Freunden halt darüber unterhalten. Er spielt auch immer so eine Filme, wo ich mir denke, das kann nur Leonardo DiCaprio spielen. Wer sonst? Der letzte Film, ja, hier große, der große Gatsby, weiß nicht, ob es der letzte war, aber da hat er auch mitgespielt. Das, den habe ich auch gesehen. Den fand ich ja eigentlich mehr so durchwachsen, überhaupt nicht so, war jetzt nicht so actiongeladen, also nicht so mein Geschmack. Aber dadurch, dass Leonardo DiCaprio mitgespielt hat, ich habe zu meinem Freund gesagt, das ist einfach, wenn es jemand spielen kann, dann er. So, Kurzbeschreibung von dem Film. Es geht um Jordan Belfort. Es ist eine wahre Geschichte. Yay! Yeah! Ihr wisst ja, ich liebe wahre Geschichten. Meine Zähne sehen auch so weiß aus. Krass. Ich glaube, ich muss jetzt immer um diese Uhrzeit drehen. Es ist eine wahre Geschichte. Und zwar, Jordan Belfort ist ein Broker, heißen die, glaube ich. Und zwar so an der Wall Street, die da so Aktien verkaufen am Telefon. Und mit 22 hat er sich da halt angemeldet sozusagen zur Ausbildung. Und ja, der ist halt auch ein richtig guter Verkäufer. Und ja, da gibt es halt so gerade so einen Börsencrash an der Wall Street. Und dann fängt er an, sein eigenes Büro sozusagen aufzubauen. Also seine eigenen Broker einzustellen und das alles so aufzubauen. Eine eigene Firma aufzubauen. Und er ist so ein guter Verkäufer und er kann auch richtig gut motivieren. Also er hat so krasse Reden drauf und so, dass er seine Mitarbeiter motiviert. Aber allerdings, was er da macht, ist nicht so ganz illegal, weil die verkaufen halt Schrottaktien. Also die verkaufen wirklich Müll sozusagen, womit man eigentlich niemals was verdienen kann. Ja, und dadurch ist er halt extrem reich geworden. Mega reich. Er hat so viel Geld, dass er schon gar nicht mehr weiß, was er damit machen soll. Er veranstaltet Orgien im Büro oder irgendwelche Wetten. Er nimmt megamäßig viel Drogen. Also er ist wirklich von morgens bis abends zugedröhnt von allen möglichen Drogen. Und ja, und darum geht es halt auch hauptsächlich in dem Film. Um Betrug, Skandal, Reichtum, Drogen und Sex. Also ja, ich war total begeistert von dem Film, nachdem ich aber dann zu Hause angekommen bin. Ich bin ja dann immer so, ich lese mir ja dann immer noch Filmkritiken durch, obwohl ich den Film ja gerade gesehen habe, lese ich mir selber Filmkritiken durch. Ja, was so andere für eine Meinung haben. Und da ist mir aufgefallen, okay, alles klar, er ist sehr speziell, der Film. Für mich war es gleich, boah, voll geil, voll interessant, ne? Und ja, er ist schon sehr speziell. Also man muss auch wissen, worauf man sich einlässt. Ich glaube, wenn man den mit seiner Mutter guckt oder so, dann ist sie vielleicht nicht so begeistert. Weil man sieht es auch im Trailer, es geht ja nun mal um Drogen und Sex und ja, Betrug. Und das ist einfach mal wahr. Und klar, es werden sozusagen auch Drogen verherrlicht, weil er hat ja gesagt, wie toll er immer da auf seinem Trip war.
Aber es zeigt ja auch, was damit passiert, ne? Ihm geht es ja nicht die ganze Zeit nur gut. Und so war es nun mal einfach damals gewesen zu der Zeit. Und das war einfach sein Leben. Und er hat auch darüber ein Buch geschrieben. Und wenn es nun mal sein Leben so abgelaufen ist und man das in einen Film packt, naja, dann kann man sich ja denken, dass es ein exzessiver Film wird. Und darauf muss man sich echt einlassen. Man muss sich von der ersten Minute an auf diesen Film einlassen, sonst ist man verloren. Also ich habe auch gehört, dass manche Leute dann gesagt haben nach der Pause, die wollen rausgehen, aber hallo? Irgendwie, klar, er hat betrogen und so. Und das finde ich ja auch nicht gut, wenn man Menschen ausbeutet. Aber man hat halt immer noch den Hintergedanken, man will ja auch entertained werden und alles. Und ich denke mir halt im Hintergrund, aber wie krass, wie kommt man denn mit 22 Jahren da drauf, wie man übelst Millionär werden kann? Und er war so steinreich gewesen. Also, weiß ich nicht. Er hat natürlich irgendwie betrogen, aber es ist dann so lieber als irgendwelche Verbrecher, die direkt so das Geld aus den Banken ausrauben. Also ja, keine Ahnung, das ist ein blöder Vergleich, aber man muss sich halt drauf einlassen. Der Film, ich fand ihn faszinierend. Also ich habe danach gleich gedacht, weil er ist ja auch so ein guter Verkäufer und alles, habe ich gedacht, so, alles klar, wenn ich morgen in meinen Laden gehe, mache ich ja erstmal eine übelste Ansage von meinen Mitarbeitern. Ja, ich werde die so krass motivieren, mit einem Mikrofon in der Hand, so wie er, weil er ist ja richtig Motivation und so. Er lebt ja auch immer noch, ne, er ist jetzt auch Motivationstrainer und ja. Da werde ich erstmal hier übelst erzählen, wie wir am besten alles verkaufen können, wie wir die Kunden richtig beraten. Und ich habe gedacht, ich werde jetzt hier die übelste Top-Filialleitung und Verkäuferin. Also es hat mich irgendwie voll animiert. Ich habe gedacht, ich will irgendwie auch mein Leben umkrempeln. Ich will natürlich nicht so betrügen, aber ich würde auch gerne irgendwie eine Idee haben und einfach machen, einfach machen. Er hat einfach gemacht. Er hat nicht nachgedacht. Klar hat er nachgedacht, wie er es machen kann, aber dann so erfolgreich zu werden, also eigentlich ist es auch so ein kleiner Hinweis, dass er vielleicht doch mal irgendwie versuchen sollte, irgendwelche Träume zu verwirklichen. Ob es jetzt positiv oder negativ ausfällt, na gut, das konnte er ja auch nicht wissen, dass es dann irgendwie nicht so gut ist. Ja, ohne jetzt weiterhin zu spoilern, ich finde den Film mega empfehlenswert. Schauspielerische Leistung. Ah! Oh mein Gott, wann kriegt Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar? Also, wenn er den jetzt nicht für diesen Film kriegt. Klar, die Handlung, Zwiegespalten, für mich natürlich bester Film des Jahres. Am 22. Januar, hey. Aber wie er das gespielt hat. Ich habe gedacht, er ist Jordan Belfort. Ich habe gedacht, er ist der Typ, der das gemacht hat. Bisschen wie eingefallen ist, nein, ist ja Leonardo DiCaprio. Oh mein Gott, er braucht jetzt endlich diesen Oscar. Ich weiß, in jedem Film habe ich jetzt jede Filmkritik, sollen die alle einen Oscar kriegen. Aber wirklich, wie kann man das so gut spielen? Ich habe dann auch gelesen, er hat sich ja mehrere Wochen lang befasst mit dem echten Jordan Belfort und ist den so gefolgt und alles und hat sich so seine Eigenarten angeeignet und so. Und ey, Mann, gib den endlich diesen Oscar. Also ich finde den Film so krass. Der geht 3 Stunden. Ich glaube, ich war noch nie so lange im Kino gewesen. Ich war bei Harry Potter. 3 Stunden, keine Langeweile. Für mich. Klar, am Ende habe ich mir schon gedacht, okay, das hätten sie jetzt auch mal weglassen können. Aber irgendwie habe ich dann auch innerlich gedacht, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Was ist denn jetzt mit ihm? Was macht er denn jetzt? Deswegen muss ich auch zu Hause gleich erstmal googeln, ne? Was ist denn aus ihm geworden? Was macht er denn jetzt? Und ja, also 3 Stunden entertained, das hatte ich auch noch nie gehabt. Ich finde den Film richtig gut. Mein Freund fand ihn auch richtig gut. Ich habe aber gehört, dass viele Frauen den halt nicht so gut finden, weil wegen ja Drogen und Sex und Prostituierte und so. Aber hallo? Das war ja nun mal sein Leben. Und ja, so ist es nun mal. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also total Lena-like, wieder einfach aus der Seele gesprochen, wie ich den Film fand. Ich fand ihn richtig gut. Ich habe auch zu meinem Freund gesagt, ich würde den nochmal sehen. Natürlich jetzt nicht nochmal im Kino, aber wenn der auf DVD rauskommt, dann würde ich mir den auf jeden Fall sofort wieder ausleihen und angucken. Oh, der war so gut. Und ich liebe Leonardo DiCaprio. Wer ist denn eigentlich euer Lieblingsschauspieler? Also Leonardo DiCaprio hat sich wirklich zu einem von meinen Lieblingsschauspielern entwickelt. Und habt ihr den Film schon gesehen? Was habt ihr für eine Meinung? Seid ihr eher pro oder contra The Wolf of Wall Street? Ich werde mir auf jeden Fall wahrscheinlich das Buch besorgen, weil ich das so krass interessant finde. Und ja, jetzt werde ich weiter drehen bei diesem guten Licht. Hey, alles klar, bis bald, tschüssi.